Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass Sie alle bei uns sind. Ganz, ganz herzliche Grüße in die Runde und ich begrüße ganz, ganz viele Stammgäste, Stammteilnehmer. Also schön, dass ihr uns immer noch die Treue haltet. Genug der Vorrede. Jetzt wollen wir mal auf die Dinge schauen, die uns heute beschäftigen. Kreatives Gestalten ist ein ganz weiter Begriff und wir haben ihn deswegen gewählt, weil wir heute so ein bisschen auch mal über das Ziel hinaus schießen wollen. Wir wollen Ihnen also ja, Anregungen geben, was geht denn da eigentlich so in unserem Programm? Was kann man wie umsetzen? Einwand veredeln, ein Thema, was wir gerne mit Ihnen besprechen wollen. Wir sehen es hier schon in der Ansicht links. Ich kann nämlich jetzt mit dem neuen Programm den Einwand veredeln. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Und wir werden uns, da gab es auch schon einige Fragen, mit Landkarten und natürlich den Routen beschäftigen. Wir wollen Hintergründe selbst gestalten. Also wirklich ein vollgepacktes Programm. Also ich wünsche euch und Ihnen ganz viel Freude. Wir wollen beginnen mit der Vorbereitung. Wir wollen noch einen Schritt zurückgehen. Wir wollen uns ganz kurz über die Fotoschau verständigen. Das Programm, ein kleines Bildbearbeitungsprogramm, installieren wir automatisch mit, wenn Sie also die Software auf Ihrem Rechner speichern. Und diese Fotoschau kann ich tatsächlich einmal dazu verwenden, um hier im Buch während der Gestaltung Bilder und Fotos zu verändern. Ich kann sie aber auch dazu verwenden, um vorher meine Fotos so ein bisschen aufzubereiten, vorzubereiten. Das möchte ich ganz kurz zeigen. Wir sehen also hier auf unserem Desktop so ein kleines Symbol, nämlich die CW Fotoschau, und die kann ich starten, eben auch völlig losgelöst von der Gestaltung, Fotos zu bearbeiten, sie vielleicht ein bisschen zu korrigieren, wenn ich das nicht mit einem anderen externen Programm mache. Also alle die, die das mit anderen Programmen machen, die dürfen jetzt einfach nur zuschauen und die sagen, Mensch, ich brauche immer etwas, was ich für meine Fotos hier verwende, dann sollten Sie jetzt aufmerksamer zuhören. Also links in unserer Auswahl haben wir Zugriffe auf alle Ordner und Verzeichnisse. Ich kann also links oben in jeden Bereich meines Rechners hier hineingehen und kann dort Ordner öffnen, in denen also meine Fotos liegen. Und wenn ich das mache, ich zeige das hier einfach mal, dann sehen wir also auch hier Inhalte der Ordner und so kann ich das Ganze dann hier entsprechend öffnen. Alle Fotos, die in diesem Ordner liegen, kann ich nach Kriterien sortieren. Ganz oben finden wir diese unter diesem Punkt Sortieren. Ich kann also sagen, zeig mir alle Fotos in diesem Ordner nach Dateinamen, also alphabetisch sortiert. Ich kann aber auch sagen, nö, ich hätte sie gern nach Aufnahmezeitpunkt sortiert und dann wird eben genau nach dem Datum geordnet, an dem die Aufnahmen entstanden sind. So heißt es richtig. Ja? Es gibt noch einen dritten Punkt, Sortieren nach Bewertungen. Den möchte ich jetzt mal mit Ihnen so gemeinsam ein bisschen betrachten. Wenn wir mal ganz oben unter diesen roten Balken schauen, sehen wir hier solche Sterne. Die kann ich einfärben, wenn ich mit der Maus über diese Sterne ziehe. So kann ich jetzt meinem Bild einen Wert zuordnen, also in meinem Beispiel einen Stern. So, und diese Bewertung, die bleibt am Bild angehangen, immer verfügbar und auch in der Software später kann ich diese Bewertung sehen. Und so ist es mir also möglich, jederzeit dann auch nach diesem Kriterium Bewertung zu sortieren. Warum sollte ich das machen? Man könnte es machen, wenn man seine Fotos schneller finden möchte. Also die 5-Sterne-Bilder sind vielleicht für den Einband gedacht. Fotos, die keinen Stern haben, sollten vielleicht erst einmal nicht für die Gestaltung berücksichtigt werden. Und so kann ich das mir so ein bisschen herleiten, wenn ich es mag. Neben der Sortierung kann ich die Fotos in unterschiedlichen Ansichten darstellen. Die Erlebnisansicht ist die, die jetzt geöffnet ist, zeigt mir alle Fotos im Originalseitenverhältnis. Also wir sehen das allererste Bild, es ist ein Quadrat, rechteckig. Das Panoramaformat, hier unten drunter die große Aufnahme. Jedes Foto ist hier so zu sehen und so kann ich natürlich für die Gestaltung entsprechend auch vorbereiten und die Dinge sehen. Ich kann aber auch nach Momenten sortieren und damit wird das Panoramabild kleiner, wir sehen es, ja, aber ich sortiere jetzt eben nach dem Aufnahmedatum. Wann sind die Fotos entstanden? Und so setzt
das Programm meine Fotos so ein bisschen ja, in Cluster zusammen. Und so finde ich Fotos, die einfach zusammenhängen, schneller wieder. Das sind Dinge für die Darstellung. Jetzt kommen wir aber zu Funktionen in der Vorbereitung. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen mal so ein bisschen gemeinsam hier machen. Wir beginnen mal mit einem Bild. Ich habe also hier eine Aufnahme gemacht und stelle jetzt fest, ja, prima, der Horizont ist schräg, das hätte ich gerne genommen, das Bild, aber mit diesem schiefen Horizont wird das nichts. Also, deswegen gehe ich ganz nach oben und blende jetzt die Werkzeuge der Fotoschau ein. Und in diesem Bereich Anpassungen finde ich wirklich Werkzeuge, mit denen ich meine Fotos schnell hier aufbereiten kann. Wir klicken aufs erste Werkzeug, das heißt Horizont korrigieren. Und jetzt kann ich hier mit diesem Schieberegler und eben dem Hilfsraster, welches hier eingeblendet ist, ruckzuck das Ganze hier verändern. Ich bestätige mit OK, bekomme jetzt das Bild in einer Vorschau angezeigt und hätte es korrigiert. Ich könnte des Weiteren das Foto mit Helligkeiten, Kontraste mit diesem Werkzeug verändern. Wenn ich also dort vielleicht mehr Kraft im Bild brauche, könnte ich jetzt hier den Kontrast leicht erhöhen. Ich könnte die Helligkeit etwas reduzieren. Das sind Schieberegler hier oben in der Ansicht. Achten Sie bitte darauf, dass Ihnen hier nicht der Himmel ausbricht, alles vermatscht und verläuft. Da sollte man also hier dezent vorgehen. Ja? Also Helligkeit, Kontrast. Auch hier kann ich die Einstellung mit OK bestätigen, wenn ich das wollte. Und es gibt eine Funktion, die macht das mit einem Klick und die favorisiere ich immer gerne. Sie heißt Optimieren. Dieses Werkzeug kennen viele vom Smartphone. Dort gibt es diese Funktion, die heißt dann eben Verbessern, ja, oder auch Optimieren. Und so kann ich mit einem Klick alle Werte im Bild korrigieren und habe so eine ganz andere Optik meines Bildes. Also so könnte ein Fotografierfehler ruckzuck verändert werden. Der Nachteil bei diesem Werkzeug ist, ich muss immer das nehmen, was mir hier die Software anbietet. Ich kann nicht von Hand Einfluss nehmen. Jetzt würde ich sagen, oben links zurück und damit wird in meiner Ansicht ein Fenster eingeblendet und jetzt werde ich gefragt, was soll ich denn jetzt mit diesen neuen Bilddaten eigentlich machen? Schnell speichern bedeutet, ich speichere dieses neue Bild neben dem Original in genau dem gleichen Verzeichnis unter einem neuen Namen. Das mache ich mal. Ich klicke. Ja? Und jetzt werden wir sehen, wenn wir also zurückgehen, dass also in meinem Verzeichnis, in dem also das Bild liegt, erneut das nächste Foto hier sichtbar wird. Da liegt es. Es heißt also jetzt nicht mehr 1.11, sondern es heißt 1.11 und ist über die Horizontkorrektur und optimiert jetzt gespeichert. Das sehe ich anhand dieses Bildes. Das Original ist da unverändert und so kann ich meine Fotos hier verbessern. Ich könnte auch zusätzlich noch in diesem Bereich Anpassungen, ich bin übrigens gerade mit dem Doppelklick wieder zurück in diese Ansicht, ich könnte auch hier einen Ausschnitt erstellen, das Foto zuschneiden. Wenn man oben auf diese Schere klickt, das ist also hier die Funktion, kann ich jetzt sagen, ich möchte rechteckig oder kreisförmig ausschneiden. Diese Überblendung brauche ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht. Und jetzt könnte ich sagen, okay, diesen Schatten, den ich hier vorne aus Versehen fotografiert habe, den will ich weghaben. Ich will ein bisschen weniger Himmel haben und das Ganze vielleicht doch noch ein bisschen eingeschränkter. Ja? Und wenn ich auch hier auf OK klicke, dann habe ich, wir sehen es, einen Bildausschnitt aus dem Foto erstellt. Gleiche Prinzip, wenn ich auf zurückgehe und würde sagen, schnell speichern, wird das auch erneut gespeichert. Weitere Optionen gibt es hier, wie Original ersetzen, würde ich eigentlich nicht empfehlen. Oder ich könnte auch das fertige, das neue, veränderte Bild in einem anderen Ordner ablegen. Dann würde ich speichern unterklicken. Oder eben nicht speichern, dann war es nur ein Versuch. Das wäre also jetzt der erste Weg, ein Foto schnell zu korrigieren. Also hier Kontrolle, sitzt also hier alles am rechten Fleck, habe ich schief fotografiert, Horizontkorrektur. Und das dürfen Sie nicht unterschätzen. Unser Auge erkennt Abweichungen um 1 Grad. Wenn also das Meer rechts oder links aus Ihrem CW-Fotobuch herauszutröpfeln droht, sollten Sie das Bild korrigieren. Wir unterschätzen es, also schiefe Horizonte, schiefe Linien, schräg stehende Elemente, die eigentlich gerade sind,
kennen wir so nicht und deswegen ist die Korrektur wirklich wichtig. Man kann es auch später im Buch machen, nur wenn man einmal seine Fotos hier alle am Wickel hat, dann ist es hier am einfachsten. Es gibt allerdings noch weitere Werkzeuge zur Bildoptimierung und die möchte ich Ihnen ebenfalls noch vorstellen. Unten links sehen wir diesen Bereich Farbeffekte. Und hier kann ich jetzt auf die sogenannte Gamma-Korrektur klicken. Das ist eine Korrektur, die die einzelnen Farbwerte, nämlich RGB, also Rot, Grün und Blau, verändert oder verändern kann. Ich kann also in das Bild hier Grün hineingeben. Ich kann natürlich hier auch andere Werte einsetzen und somit wird die Farbgebung des Bildes maßgeblich verändert. Hier ist der Wert 100% immer der Nullwert, sage ich jetzt einfach mal. Und als Tipp an der Stelle, das sollten nur diejenigen machen, die wissen, was sie tun. Denn eine Korrektur, ganz einfach, ist ganz oben in dieser Gamma-Korrektur möglich. Da werden nämlich alle drei Farbkanäle mit einem Mal verändert. Das ist so ähnlich wie die Optimierungsfunktion, nur dass ich hier jetzt von Hand steuere. Schauen Sie mal, wenn ich also jetzt hier ein Stück den Wert verringere, wird das Ganze heller und immer alle drei Farbkanäle werden mitgeändert. Und wenn ich jetzt hier natürlich ein wenig nach rechts gehe, wird mein Bild einfach kräftiger. Wenn ich jetzt auf OK klicke, ja, sehen wir ganz deutlich hier viel kräftigere Farben. Und so würde ich Ihnen die Gamma-Korrektur hier empfehlen. Also nicht den einzelnen Farbwert zu korrigieren, sondern immer ganz oben die Summe der drei Kanäle. Also das ist die Optimierung ohne diesen einen Klick. Ja, ich zeige es nochmal. Hier haben wir also den einen Klick, der mir das Bild verändert und die Gamma-Korrektur kann das stufenlos. Es gibt noch einen Effekt, den ich Ihnen hier noch zeigen möchte. Das ist natürlich für Menschen, die sagen, ich weiß, ich möchte vielleicht im Buch später diese Aufnahmen gleich in Schwarz-Weiß verwenden, die Funktion Schwarz-Weiß. Also hier kann ich das Bild über das Werkzeug Graustufen verändern in Schwarz-Weiß. Und es lohnt sich wirklich mal, ein Buch auch in Schwarz-Weiß zu machen oder einzelne Seiten. Immer wieder versuche ich Ihnen das schmackhaft zu machen, weil es wirklich interessant ist. Das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Werkzeuge, die es in der Fotoshow für die Vorbereitung der Fotos gibt. Ich habe Ihnen diese Werkzeuge hier noch einmal in unserem Seminarbuch so ein bisschen zusammengetragen. Und da können Sie einfach mal nachlesen, was dann wofür ist. Es gibt noch den Weichzeichner, den werden wir heute noch mehrfach sehen. Und es gibt das ganze Bearbeiten eines Bildes mit Schwarz-Weiß und Farbelementen. Das hören und sehen wir heute auch noch, deswegen habe ich das jetzt noch nicht erwähnt. Also, die wichtigsten Funktionen noch einmal. Das, was ich in der Fotoshow mache, wirkt dann nicht im Buch, sondern es wird einfach als neue Datei, wenn ich es möchte, in meinen Ordnern und Verzeichnissen gespeichert. Wenn ich die Fotoshow also separat öffne. Alles, was ich jetzt halt im Buch mache, das ist natürlich etwas, was dann auch direkt im Buch wirkt. Das sehen wir gleich. Nächste Thema. Veredelungen. Die Produktion bei uns im Hause läuft in Richtung Veredelung auf Hochtouren. Und das scheint sich alles hier sehr großer Beliebtheit zu erfreuen. Was heißt Veredelung? Veredelungen sind jetzt auf dem Einband des CW-Fotobuches möglich, und zwar vorn und hinten, aber nur auf dem Einband. Die Veredelung selbst ist praktisch das Einfärben von Schrift oder auch von Cliparts, und zwar in verschiedene Farben. Einmal in Silber oder Gold, das kann ich hier oben auswählen, dann sehen Sie, ja, wird dieser Text hier so ein bisschen, das läuft so drüber, wird so ein bisschen so hin und her gewedelt, dass man sieht, es ist also hier jetzt zum Beispiel eine Goldschrift ausgewählt und das Werkzeug für die Veredelung, das kann man eigentlich gar nicht übersehen, ist ganz oben rechts in der Werkzeugleiste so ein Diamant. Und es gibt neben Gold und Silber noch so einen Effektlack. Damit wird hier die Schrift so ein bisschen erhaben, farbig unterlegt. Und das hat wirklich etwas. So kann ich also meine Bücher, ich habe Ihnen hier mal zwei, drei Fotos mitgebracht, einfach veredeln und kann dem Einband so nochmal eine ganz andere
Wertigkeit, eine ganz andere Optik zukommen lassen. Wie gehe ich vor? Also nur auf dem Einband möglich. Ich kann also die Texte einfach einfügen und mich eben dann hier entscheiden, möchte ich eine Veredelung oder soll es der Text sein, den ich jetzt hier einfach nur in eine Farbe hineingebe? Oder möchte ich dem Ganzen eben hier eine Veredelung zukommen lassen? Und jetzt hier ganz wichtig, ich kann nicht mischen. Ich kann nicht sagen, das eine wird Gold, das andere wird Silber oder vorn Gold, hinten Silber. Wenn ich mich für die Veredelung entscheide, dann ist alles in Gold, alles in Silber oder alles in Effektlack, vorn und hinten. Und dieser Betrag, der hier zusätzlich erhoben wird für die Veredelung, gilt immer für alles. Wenn ich nun in die Cliparts unten links hineinklicke, in diesen Bereich, kann ich jetzt in der zweiten Spalte oben in der Ansicht auch nach Cliparts suchen, die ich in Gold oder in Silber oder in Effektlack veredeln kann. Und dann ziehe ich einfach hier so einen Clipart auf meine Seite. Und wir sehen es, damit wird auch dieser Clipart jetzt hier silbern auf der Seite dargestellt. Das sind solche Weihnachtsdinge für die Hochzeit, Winter, Schneesterne, Schrift und so weiter. Also hier gibt es eine ganze Reihe in der Auswahl. Und so kann ich dann meinem Einband hier noch einmal so ein bisschen mehr Wertigkeit verleihen. Warum geht es nicht im Buch selbst? Weil wir dazu stärkere Seiten brauchen und das ist also derzeit technisch nicht möglich. Also deswegen die Einbandveredelung ausschließlich eben, so wie es der Name sagt, auf dem Einband. Okay, also sehr schön und vor allem ja, einfach zu machen. Jetzt wollen wir in die kreative Gestaltung so ein bisschen einsteigen. Und wir sehen hier eine Seite, die ich mal gestaltet habe, recht einfach gestaltet, aber auf den ersten Blick nur, es verbergen sich hier so ein paar Sachen dahinter und davor und wir wollen mal schauen, was wir daraus noch machen können. Also, wie habe ich die Seite gemacht? Es gibt hier ein großes Bild, das lege ich einfach auf die Seite und wir sehen jetzt, dass ich hier zwei verschiedene Hintergründe verwende. Und zwar einmal diesen blauen Verlauf links und einen weißen Hintergrund rechts. Und jetzt ziehe ich dieses große Bild hier einfach unter meine Fotos und lasse es, wir sehen es hier drüben, rechts in den weißen Hintergrund verlaufen. Das gefällt mir an der Stelle so. Und auf der anderen Seite eben in diesen Hintergrund, der verläuft. Und jetzt werden viele sagen, Moment mal, wie ein verlaufender Hintergrund, wo gibt's die denn? Und hier hat sich eine ganze Reihe getan, meine Lieben. Es gibt hier ganz viele neue Hintergründe, die tatsächlich auch verlaufen. Zum Beispiel im Bereich Sommerurlaub, schaut mal. Und ganz viele mehr im Scrap Designs und überall bei den Jubiläen. Und so kann ich jetzt hier nämlich automatisch so ein Foto, so sieht das übrigens im Original aus, wunderschön in meinen Hintergrund verlaufen lassen, weil hier oben das Blau ebenso schön dazu passt. Hier lasse ich es verlaufen, ganz einfach mit den Masken und Rahmen unten links. Ich öffne mal diesen Bereich und jetzt lässt sich jeder Bereich immer oben links sortieren und hier gibt es die Verläufe. Und damit kann ich das Foto verlaufen lassen. Nach rechts und links, ich ziehe es mal hier auf das Bild, jetzt sehen wir das schon, zack, und jetzt schiebe ich das einfach hier rüber, ein bisschen breiter und so könnte ich das machen. Jetzt sehen wir hier unsere drei Fotos und diese drei Fotos, die ich jetzt hier angelegt habe, ja, ich bewege sie mal, die sind jetzt einfach in gleicher Größe angelegt. Aber es könnte ja sein, dass Sie sagen, ja, ich hätte das aber doch schon vielleicht so ein bisschen interessanter gemacht. Ja, das geht und auch hier könnte man zum Beispiel mit dem Bereich Masken und Rahmen arbeiten. Wir öffnen jetzt hier mal einen neuen Bereich, er heißt Formen. Und hier gibt es verschiedene Formen für die Bilder mit runden Ecken als Sternen und vieles mehr. Und ich entscheide mich jetzt hier mal so für ein rundes Bild. Ich ziehe diese Maske auf ein Foto und jetzt wird das Foto automatisch oval. Wir sehen jetzt hier deutlich noch die Rahmen um die Fotos. Die müssen natürlich weg. Und ich möchte also hier kein rundes Bild mit eckigem Rahmen machen. Das ist, glaube ich, too much. Deswegen klickt man oben in den Werkzeugen hier rechts auf Farbränder und Schatten. Hier kann ich also klicken und jetzt kann ich das Häkchen hier entfernen, weil ich möchte ja keine Rahmen. Und zum Zweiten
muss ich jetzt sagen, das gilt für die Fotos, die Masken haben. Ja, die Maske, rundes Bild, wir erinnern uns, die ist hier. Also Masken. So, und jetzt kann ich hier sagen, aktuelle Maskierung, dann würde ich nur das eine entfernen. Wir sehen es ganz oben, aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte alle, deswegen sage ich, keine Farbränder für Masken, alle auf der Doppelseite und damit sind sie verschwunden. So bleibt jetzt mein Bild übrig. Ob ich das jetzt rund oder oval mache, das können Sie sich jetzt alles hier dann später einstellen. Ich möchte jetzt aber runde Rahmen dazu. Und runde Rahmen gibt es nicht. Aber es gibt unsere Cliparts. Und auch hier im Bereich Cliparts, ich komme dann genau auch in diesem Bereich Formen wieder an, kann ich jetzt hier vielleicht einfach mal ein Clipart auswählen. Ja, wir sehen also hier verschiedene. Und ich nehme jetzt hier mal so einen Clipart einfach in Weiß. Den ziehe ich jetzt auf meine Seite und den lege ich jetzt einfach mal vor meine Fotos. Ja, so ein bisschen größer. Und jetzt wird das Ganze in der Ebene nach hinten gelegt. Zack. Und nun kann ich jetzt das Foto anklicken und könnte jetzt, wir sehen es, mein Foto rahmen. Ob nun so breit oder schmal, das hängt jetzt einfach davon ab, wie Sie jetzt Ihre Einstellungen vornehmen. Und so kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass Sie aus Ihren Fotos hier einfach mal was ganz anderes machen und diese Fotos vielleicht eben auch übereinander anordnen, vielleicht in unterschiedlichen Größen. Alles das ist jetzt hier vielleicht auch kreatives Gestalten. Man kann natürlich weitere oder andere Cliparts verwenden. Wir erinnern uns, wir wissen, Cliparts lassen sich in der Farbe verändern. Ich zeige es ganz kurz. Wir klicken doppelt auf diesen Clipart und sagen, jetzt möchte ich eine neue Farbe. Und jetzt nehme ich hier vielleicht mal so ein Blau. Und schon, wir sehen es, wird mein Clipart hier blau. Zack. Und das könnte ich natürlich jetzt verändert auch für die Gestaltung nutzen. Ich ziehe das Ganze hier wieder rein. Sie machen das natürlich mit viel mehr Liebe zum Detail. Lege es nach hinten und jetzt hätte ich hier einen blauen Rahmen. So, also. So kann ich eine ganze Gestaltung ruckzuck verändern. Ich klicke hier meistens immer das Bild an. Das lässt sich immer schneller hier verändern. Ich könnte auch das Blau vom Strandkorb hier abnehmen und so weiter. Und schon habe ich eine ganz andere Darstellung. Alles lässt sich auch in der Ebene nach vorn legen. Ja, ich muss halt nur darauf achten, dass ich hier dann die richtige Auswahl treffe. Also runde Bilder, vielleicht Rahmen drunter, vielleicht fällt Ihnen auch noch etwas anderes ein. Ich kann mit Sprechblasen arbeiten. Ich habe hier allein in den Formen ganz viele Möglichkeiten. Und manchmal, ich will es vielleicht zeigen, mach es mal hier ganz groß. Manchmal ist es auch einfach so ein feiner Rahmen, den ich nur um das Bild herumlege, den ich hier habe. Das ist also einfach ein Kreis aus dem Bereich Formen. Und schon hätte ich wieder eine andere Optik. Sind Sie also hier kreativ, schauen Sie, dass Sie da vielleicht einfach mal so ein bisschen Leben in Ihre Gestaltung hier hineinbringen. Und so kann ich also vielleicht das ein oder andere erzielen. Nächste Seite. Hier habe ich mal ein bisschen gespielt und habe versucht, mal mit einem Bild so eine ganz eigene Stimmung hier zu erzeugen. Also ich werde hier unten nochmal eine leere Seite einfügen. Also, diese verrückte Seite so ein bisschen nachbauen. Jetzt hier einen weißen Hintergrund auf die Seite legen. Und zwar aus dem Bereich Farben. Da gibt es weiße Hintergründe ganz oben, sodass die Seite ganz weiß ist. Wir schauen mal nebenan. Ich schiebe hier mal das Ganze in der Reihenfolge nach drüben. So sieht es also aus. Wir beginnen. Zuallererst lege ich beide Fotos in den Hintergrund. Das heißt, ich klicke das Bild an und lege es einmal auf die rechte Seite in den Hintergrund und einmal als Hintergrund auf die linke Seite. Wir sehen, dass jetzt natürlich das Bild überhaupt nicht so aussieht, wie ich es jetzt hier habe. Ja, davon sind wir weit entfernt, aber es geht ganz schnell, dann sieht das auch so aus, wie ich es gern hätte. Was muss ich jetzt machen? Ich klicke doppelt auf das Hintergrundbild.
Und jetzt mache ich als erstes eines. Es gibt hier die Funktion Spiegeln. Ich spiegel also das Bild. Ein Klick, fertig. Und als zweites werde ich das Foto jetzt weichzeichnen. Ich klicke also auf diese Funktion Weichzeichner. Ganz oben diese Unschärfe, die möchte ich nicht. Deswegen stelle ich sie auf 0. Ganz unten den Wert stelle ich jetzt einfach mal hier auf 80 ein. Also das Bild wird reduziert, optisch zurückgenommen. Und wenn ich jetzt oben links klicke, über zurück, wird jetzt nur noch gefragt, möchte ich das Bild im Buch ersetzen oder nicht. Ja, das ist jetzt genau der Unterschied. Ich verwende die Software jetzt aus der Gestaltung heraus. Damit wirkt all das, was ich mache, direkt hier am Bild im Buch. Jetzt sehen wir schon, wie mein Ast in der Mitte hier durchgeht. Nächste Bild, genau das gleiche, weichzeichnen. Hier merkt sich das Programm diesen eingestellten Wert. Ich brauche hier nur auf OK klicken und sage dann zurück und schon ist das Ganze fertig. Also das geht sehr schnell. Und jetzt sehen wir in der Mitte diesen Stein mit Moos, ja, wie er zusammengesetzt ist. Der Zweig ist genau in der Mitte und schon habe ich hier eine Optik. Wir schauen mal auf die Originalseite, so sieht das Ganze aus. Das ist Spielerei, aber manchmal mache ich das sehr gerne und es wirkt unheimlich spannend dann am Ende im Buch. Jetzt ziehe ich das Foto erneut, also ein drittes Mal auf die Seite. Lege es hier so ein bisschen ab, das Bild. Ja. Ich kann es zentrieren, aber es geht mir gar nicht mal so sehr jetzt um dieses Zentrieren. Ich setze es hier einfach auf die Seite. Damit wirkt das Ganze natürlich jetzt hier ganz schön, dass dieser Lichtkegel, den ich hier eigentlich habe, ganz stark ins Auge sticht. So, und jetzt nehme ich das Rädchen der Maus und drehe jetzt im wahrsten Sinn des Wortes hier so ein bisschen am Rad. Und jetzt muss ich natürlich alles das, was hier übereinstimmen soll, auch wieder übereinstimmen lassen. Also ich habe den Zweig, an dem ich mich orientiere. Ich habe unten die Steine. Ja, und ich muss hier mal so ein bisschen probieren, dass das Ganze hier, ja, hier unten ist unser Stein in der Ecke, dass das Ganze hier ein bisschen genau, nicht nur ein bisschen, sondern genau ausgerichtet wird. Jetzt sehen wir also, das passt alles. Und jetzt könnte man ja sagen, reicht mir. Nee, reicht mir nicht. Ich will jetzt noch etwas. Jetzt nehme ich erneut ein Foto, lege es wieder daneben und zwar nochmal das gleiche und lege es quer auf die Seite. Und jetzt geht dieses Bild erneut durch meine Seite. Jetzt werde ich dieses querliegende Foto verlaufen lassen. Unten in unserer Ansicht Masken und Rahmen. Oben links sortieren wir. Wir finden also wieder den Bereich Verläufe. Und da klicke ich. Und jetzt nutze ich den Verlauf, der nach oben und nach unten verläuft. Den ziehe ich also jetzt hier rüber. So, und schauen Sie mal, was ich für einen Effekt kriege. Irre, oder? Natürlich muss der Rahmen wieder weg. Jetzt liegt hier noch so ein Rahmen mit im Bild. Den kann ich natürlich nicht gebrauchen. Also Rahmen, Häkchen weg, Fotos mit Masken und nur aktuell das Bild und schon ist der Rahmen weg. Und so habe ich jetzt meine Seite einfach mal ganz anders gestaltet. Und ob ich jetzt hier unten irgendwo auf der Seite noch ein Foto ablege, weil es mir gefällt, oder ich vielleicht noch zwei Fotos hinlege, die etwas kleiner sind, kann ich mir überlegen. Es geht mir nur hierum, dass Sie einfach mal versuchen, so ein bisschen zu spielen mit Ebenen. Und wenn ich dieses mittlere Bild, ich wackle nochmal damit, bewege, ja, dann bewegt sich der Ausschnitt. Ich könnte jetzt aber auch sagen, nö, das mittlere Bild möchte ich sogar noch in der Ebene nach hinten, also hinter das Senkrechte, zack, und schon wirkt das wieder anders. Jetzt könnte ich diesem Bild hier einen Rahmen geben, dass das hier vielleicht nochmal eine andere Anmutung bekommt. Also es gibt hier eine große Vielfalt von Möglichkeiten. Auch mit dem Rahmen kann ich hier so ein bisschen spielen. Und unten dieses glänzende Licht im Wasser, das wollte ich genauso angeschnitten haben, dass es hier also so einen lebendigen Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gefällt. Also war mal eine Idee. Sie dürfen gern mal probieren. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Ich weiß, dass der ein oder andere hier natürlich das gerne macht, ja, und machen möchte. Und auch das werden wir jetzt gemeinsam, ich versuche es langsam zu zeigen, gemeinsam machen. Hier ist aber nicht das Bild auf der rechten Seite das Wichtige, sondern hier ist die gesamte Seite aus meiner Sicht wichtig.
Häufig habe ich schon in den Schulungen gesagt, wir kennen keine zwei Sonnen. Und wenn auf einer Seite zwei Sonnen scheinen, dann ist das eher blöd, weil wir das in der Natur so noch nie erlebt haben. Aber ich nutze jetzt genau diesen Effekt und versuche jetzt diese eine Sonne, nämlich links die, die hier nur weiß zu sehen ist, wieder aufgehen zu lassen, und zwar hier in meinem kleinen Städtchen. Ich verbinde praktisch zwei Fotos, die nichts miteinander zu tun haben. Die sind unterschiedlich aufgenommen, aber sie ergeben aus meiner Sicht hier eine schöne Gestaltung, so ein bisschen Retro, Schwarz-Weiß, und diese Farbtupfer, die ich hier in meinem Bild habe, das ist alles so gewollt und Sie dürfen es gern mal machen. Viel mehr würde ich hier auf so eine Seite nicht anordnen. Und man kann das natürlich auch nur auf der rechten Seite so machen, aber Sie dürfen sich auch mal etwas mehr trauen. Gut, jetzt wollen wir uns wieder eine leere Seite nehmen, Doppelseite einfügen, zack, 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 wir entfernen alles und haben diese leere Seite. So, jetzt zeige ich Ihnen mal das Original. Wenn Sie mal ein Foto suchen, Sie haben irgendwo eins eingefügt und sagen, Mensch, wo gibt es das denn? Oder einen Hintergrund, ein Clipart, irgendetwas. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste hier im Arbeitsbereich. Und jetzt können Sie sagen, ach hier, Foto finden, zeig mal her, wo gibt's das? Und jetzt wird, haha, wie von Zauberhand, links in meiner Ansicht hier das Bild eingeblendet und eben auch sogar umrahmt. Also das ist es. Beginnen wollen wir also mit diesem Bild, und dieses Foto, das fügen wir jetzt in den Hintergrund ein. Und zwar auf beide Seiten. Dafür gibt es hier diese Funktion, Foto als Hintergrund auf beide Seiten, zack, dann wird es eingefügt. Ich kann auch alternativ mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und auch hier sagen, Foto auf beide Seiten. Beides geht. Also so oder über das Einfügewerk. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja super, also so ein Bild würde ich doch nicht so verhunzen und verändern. Gut, aber wir sehen hier diese beiden Sonnen, die sind mir too much, und deswegen hatte ich die Idee, ich mache es anders. Also Doppelklick auf das eingefügte Foto, und jetzt gehen wir in den Bereich Stilisierungseffekte unten links. Dort sehen wir praktisch jetzt das Werkzeug, und zwar ganz oben. Es heißt schwache Kontur, und das ist nichts anderes als eben eine Strichzeichnung. Und insofern verändere ich jetzt das Bild in so eine Strichzeichnung, sage an der Stelle zurück, ab ins Buch, ich ersetze es und habe zumindest jetzt erstmal den Hintergrund. Die zweite Sonne verschwindet, und das ist auch gut so, ich will nur diese eine haben, und das kann ich dann später so ein bisschen ausrichten, das werden wir gleich sehen. Also, das war jetzt zumindest schon mal der erste Schritt. Jetzt wollen wir den zweiten Schritt gehen. Auch hier suche ich schnell mein Foto, da muss ich nicht so lange in den Ordnern kramen. Also, Foto wird eingefügt. Ich ziehe es jetzt auf die rechte Seite. Da ist also Platz. Ich mache es ein wenig größer, aber nicht zu groß, sodass ich also auch von diesem Gelände, also hier hinten sehen wir den Wald oder die Landschaft, noch ein bisschen was habe. Also, ich könnte es ein bisschen kleiner machen. Das können Sie sich dann selbst so ein bisschen auswählen. So, und dieses Foto möchte ich jetzt verändern, und zwar eigentlich in Schwarz-Weiß, aber es soll so in der Mitte, nämlich genau da, wo die Sonne ist, farbig bleiben. Und das kann man mit einem Werkzeug und einer Funktion erledigen. Und das wollen wir gemeinsam machen. Wir klicken also wieder doppelt auf unser eingefügtes Bild. Und zurück sind wir wieder in unserer CW-Fotoschau. Ganz oben sehen wir das Ganze. Und jetzt gehen wir ganz nach oben in unserer Werkzeugleiste auf das sogenannte Auswahlwerkzeug. Hier kann ich jetzt sagen, ich möchte einen Bildausschnitt setzen im Bild. Der kann rechteckig sein oder als Ellipse oder rund. Und dann möchte ich einen Anwendungsbereich, nämlich außerhalb dieser Ellipse, außen verändern. Und dann nehme ich diesen Schieberegler und schiebe den praktisch einfach hier so in die Mitte. Und jetzt kann ich direkt in das Bild klicken und einfach meinen Auswahlbereich aufziehen. Eine Ellipse, das kann jetzt ein Kreis sein, ich kann über diese roten Funktionen hier das Ganze so ein bisschen einstellen, und das kann ich mir jetzt hier so ziehen, wie ich möchte. Also das liegt jetzt einfach daran, wie groß Sie diesen Ausschnitt haben wollen.
Wir gehen nochmal zurück nach oben. Also die Ellipse habe ich aufgezogen und jetzt wollen wir außen den Bereich verändern. Und dazu klicke ich unten in die Farbeffekte, links unten. Und jetzt finden wir unser Werkzeug schwarz-weiß, ganz oben. Und da klicke ich jetzt nur einmal hinein. Und jetzt wird mein Foto verändert. Ohne dass ich jetzt hier eine harte Kante habe, ohne dass ich jetzt hier irgendetwas sehe, bleibt der Innenbereich meiner Ellipse farbig. Er verläuft aber ganz schön dezent nach außen. Und damit habe ich keine Kante. Und wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich das natürlich ändern. Ich sage, nö, das passt mir so. Zurück ins Buch, fertig. So, und damit habe ich schon mal ganz viel gekonnt. Wir gucken mal hier drüben. Da sind wir. Wunderbar. So, und als letztes wollen wir jetzt die Illusion perfekt machen. Und jetzt ziehe ich, jetzt muss ich wieder mein Foto suchen, ganz schnell. Jetzt ziehe ich ein zweites Mal das Bild hier auf die Seite und das lasse ich jetzt farbig. Ich könnte hier das Gleiche machen, aber das ist mir an der Stelle, das habe ich, brauche ich nicht, nicht notwendig. Ich setze das also hier unten so ein bisschen ein oder an und jetzt nehme ich einfach nur das Rädchen der Maus und zoome hier direkt in das Bild hinein, sodass wir jetzt, sehen wir schon so ein bisschen, die Übergänge hier einigermaßen passen. Jetzt macht die Straße hier einen Knick, das ist ein bisschen doof, deswegen muss ich hier so ein bisschen mit der Breite des Bildes spielen, aber wir werden das gleich alles überdecken und werden hier ein wenig schummeln, sodass wir hier das Ganze gut hinkriegen. Ich könnte auch breiter werden, das wäre die Alternative, ja, und ein Stück zurückzoomen, auch das würde gehen. Das kann man sich jetzt alles einstellen. Und natürlich könnte ich auch noch länger werden. Also, wie Sie das jetzt hier alles so brauchen. Und jetzt wird als letztes wieder eine Maske auf das zuletzt eingefügte Foto gelegt. Und hier nehme ich jetzt einen Verlauf, der um das Bild herumläuft, also an allen vier Seiten zu sehen ist. Ich ziehe mal den Verlauf auf das Bild und jetzt sehen wir schon, was passiert. Jetzt wird also auch oben die Kante so ein bisschen gebrochen und jetzt habe ich hier diesen Übergang. Vielleicht zoome ich hier nochmal ein bisschen hinein und versuche das jetzt hier so auszurichten. Ich könnte auch einen anderen Verlauf nehmen. Ja, hier gibt es also verschiedene Dinge. Und ob ich das jetzt aus dem Bild herauslaufen lasse, bis aus der Seite, oder ob ich das Ganze ein bisschen kürzer fasse, das dürfen Sie sich jetzt natürlich überlegen. Auf keinen Fall, wir sehen es hier, dürfen Sie einen Rahmen einblenden, weil das ist jetzt echt doof. Also wir markieren das und schieben ihn wieder hinaus. Und so habe ich jetzt einmal das Bild auslaufen, direkt auch aus der Seite oder eben einfach nur ein Stück. Das können Sie sich hier einstellen, wie Sie möchten. Manchmal genügt es auch nur ein ganz klein wenig, hier so eine Gestaltung zu machen. Umso einfacher geht das dann alles. Also viel, viel Spaß beim Gestalten. Und ich habe auf der Originalseite hier sogar noch einen Baum eingesetzt. Also auch ein Bild, was, ja, hier, wir sehen es, irgendwo herkommt, den lege ich einfach hier oben, weil mir das zu nackig ist und lasse den auch in das Bild hineinverlaufen. So kriege ich hier eine schöne Wirkung. Wie gesagt, wer es nicht ganz so derb mag, der darf das auch ein bisschen kürzer fassen oder vielleicht nochmal ein Foto mit diesem Farbverlauf zeigen. Also hier sind Sie selbst gefragt. Okay, nächste Thema, Landkarten und Routen. Viele von unseren Gestaltern, so nenne ich sie jetzt alle liebend gern, sind natürlich immer dabei, fleißig Bücher zu gestalten von ihren Reisen, von den Ferien, die sie gemacht haben. Und wenn ich so eine Gestaltung hier umsetze, dann ist natürlich so eine Landkarte ideal. Das heißt, ich kann mir hier so eine Seite mal ganz flott erzeugen. Ich mache mal ein großes Bild und drei kleinere Fotos hier auf diese Seite. Also, wie mache ich gleich große Fotos? Ich ziehe das eine Foto hier hinein, lege die Größe fest und jetzt klicke ich einfach ganz oben immer wieder auf neues Foto. 1, 2, habe jetzt hier meine drei Fotos nebeneinander und kann jetzt hier meine, das haben wir schon, meine Fotos einfügen. Gucken wir mal, ob wir hier von Fernost noch ein bisschen was haben. Und so hätte ich jetzt eine Seite, die ich gestaltet habe. Jetzt richten wir hier die Fotos noch schnell aus. Wir gruppieren sie und alle auf eine Höhe. Und jetzt kann ich das Ganze hier so ein bisschen bewegen und kriege so vielleicht eine
interessante Gestaltung auf die Seite. So, und jetzt möchte ich dazu vielleicht eine Karte einfügen und eine Route, nämlich der Stationen, an denen ich gewesen bin. Und das geht mit einer sogenannten GPX-Datei. Und diese GPX-Datei hat praktisch die Besonderheit, dass sie eine Endung hat, .gpx. Ich brauche also für eine Landkarte mit Route eine sogenannte GPX-Datei. Und diese GPX-Datei kann ich jederzeit erstellen, und zwar kostenlos im Netz. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam machen. Ich öffne jetzt hier einfach mal einen Browser und gebe jetzt hier oben ein GPX-Datei erstellen. So, und damit bekomme ich hier eine ganze Reihe von Webseiten angezeigt, die das alles anbieten. Ich suche mir eine aus und ich nehme seit Jahren immer diese GPSIES.com. Hier oben steht praktisch diese Adresse, weil es mit der Seite am einfachsten geht. Ich habe einmal damit angefangen, Sie kennen das, und wenn das irgendwie gut klappt, dann bleibt man dabei. Sie können gerne natürlich auch andere Seiten nehmen. Wie gehe ich jetzt vor? Ich trage hier als erstes einen Ort ein. Ich nehme einfach mal Vietnam und sage Enter. Und schon bin ich hier in meiner Suche. Meinst du das Land? Jawohl, meine ich. Und da bin ich. Ja, also ich bin jetzt hier in Vietnam, kann also jetzt in diese Landkarte hier hineinzoomen mit dem Rädchen meiner Maus und kann jetzt hier ganz einfach sagen, wunderbar, da geht es los. Dort möchte ich eine Route erstellen. Und zwar klicke ich jetzt in der Karte rechts oben auf Wegen folgen. Als Radfahrer, als Mountainbiker, als Autofahrer, als Fußgänger, wie auch immer. Ich nehme jetzt mal das Auto. Und jetzt sage ich, da sind wir entlang gelaufen. Da ging meine Route entlang. Ich klicke jetzt einfach nur auf meiner Karte auf bestimmte Punkte. Und so könnte ich jetzt sagen, haben wir die Rundreise gemeinsam hier erstellt. Also, das ist alles, was Sie machen müssen. Jetzt sehen wir immer auch gleich rechts daneben, wie viele Kilometer waren das, welche Höhen habe ich hier überwunden. Immerhin 21 Meter, alter Schwede, flache Region. Aber jetzt muss ich natürlich diese Datei auf meinem Rechner einfügen oder importieren. Und dafür muss ich jetzt hier auf der Webseite sagen, ich exportiere die Daten. Auf meinem Rechner importiere ich sie, also füge sie ein. Hier sage ich rausgeben, herausgeben. Ich klicke auf Datei exportieren und sage jetzt hier herunterladen. Und jetzt wird praktisch diese Datei heruntergeladen. Und jetzt kann ich gleichzeitig sagen, wo soll die gespeichert werden? Und jetzt sage ich hier einfach gleich, bitte, das Ding soll heißen GPSC's Track Vietnam. Ja? Und ich lege das jetzt gleich hier alles in dem Ordner ab, in dem meine Fotos liegen. So, und damit ist das Ganze erledigt. Jetzt kann ich die Seite wieder schließen und jetzt kommt genau der Punkt. Jetzt klicke ich einfach nur mit der rechten Maustaste hier auf meine Seite. Rechte Maustaste heißt, ich öffne hier so ein Menü und jetzt möchte ich etwas Neues einfügen. Ein neues Foto, ein neuer Text. Nein, auch keine Landkarte, sondern eine Landkarte mit Route. Das ist an der Stelle hier der Punkt, den ich auswähle. Also GPX-Datei ist auf dem Rechner. Ich sage Landkarte mit Route. So, wenn ich das auswähle, öffne ich hier ein Fenster und jetzt muss ich auf Hinzufügen klicken. Ich muss jetzt also hier in dieses Fenster diese GPX-Datei einfügen. Und dazu muss ich sie finden. Und jetzt sucht automatisch hier mein Rechner nach sogenannten GPX-Daten. Da müssen Sie nichts einstellen. Jetzt finde ich hier meinen Track Vietnam. Den füge ich mit Doppelklick hinzu, muss ihn jetzt in diesem Fenster auswählen, dass das Programm weiß, alles klar, ja, das ist es. Jetzt sage ich hier Farbe festlegen, jetzt kann ich mir hier eine Farbe auswählen, zack. Und wenn ich jetzt sage, okay, wird automatisch der Kartenausschnitt erstellt, der als Datensatz in meiner GPX-Datei enthalten ist. Ich muss also hier
nichts weiter machen, als an der Stelle jetzt zu warten. Jetzt wird natürlich die Internetverbindung hier stark strapaziert, weil ich hier mit so vielen Dingen im Netz bin. Da ist diese Karte. Jetzt kann ich hier noch verschiedene Ansichten wählen. Diese Stile, die wir hier in dem geöffneten Fenster links sehen. Jetzt würde ich hier mal Höhen einzeichnen, auch wenn das jetzt nicht so spannend ist, dass es in meiner Strecke hier so viel Höhenmeter gibt. Aber wir sehen es. Die Route ist nicht da. Die kommt erst, wenn ich jetzt hier auf Übernehmen klicke. Das mache ich jetzt. Also die Route wird erst danach eingefügt. Zack, und da ist sie. So, und jetzt kann ich hier meine Karte auf die Seite legen. Ob ich sie nun seitenfüllend hier ablege, ob ich sie kleiner mache, das wird alles skaliert, so wie ich das Ganze hier bewege, und der Kartenausschnitt wird immer auch gleich neu berechnet. Und so habe ich also dann schlussendlich meine Landkarte mit der Route hier auf der Seite. So, wenn jetzt der ein oder andere sagt, prima, wie kommen denn jetzt meine Reiseziele da hinein? Dann kann ich hier nur auf die Cliparts verweisen. Wir drehen uns langsam im Kreis. Immer wieder Cliparts. Ja. Links unten Cliparts. Ich sage, ich öffne diesen Bereich, gehe nach oben, links oben, und kann jetzt hier sortieren. Und zwar nach Symbolen für Landkarten. Und hier gibt es einige, die ich mal heruntergeladen habe. Es gibt viele, viele mehr. Und jetzt kann ich hier so eine Fahne, wenn ich wünsche, jetzt hier einfach in meine Karte hineinlegen und platziere sie hier, kann das jetzt mit verschiedenen Farben machen. Also das ist natürlich jetzt Ihre ganz persönliche Geschichte. Und jetzt nehme ich einfach einen Text, Platzhalter, und sage, das war Start und das war Ziel. Ist natürlich Blödsinn, das schreiben Sie nicht. Aber Sie sollen ja nur die Technik kennenlernen. Schön, können Sie viel besser als ich. Und so kann ich jetzt in diese Fähnchen hier oder in diese Punkte noch die Orte eintragen. Ich könnte hier natürlich genauso gut Fotos ablegen. Ich muss sie natürlich jetzt dann in der Ebene nach vorn legen, und dann kann ich hier auch meine Fotos ablegen. Also Pfeile dran machen. Hier gibt es in den Cliparts eine ganze Reihe von Dingen, die Sie für die Gestaltung hier verwenden können. Linien, Pfeile. Und so könnte ich jetzt sagen, und genau da steht der Tempel und genau da ist das und das. Also eine sehr, sehr einfache Geschichte. Jetzt wollen wir natürlich noch so ein bisschen was über Hintergründe erzählen zum Selbstgestalten. Also diese Hintergrundgestaltung, ich hatte es heute schon gesagt, die besteht natürlich jetzt aus vielen Elementen. Das können Bilder sein, die ich hier irgendwie einsetze, die ich mehrfach auf Seiten lege, die ich vielleicht ersetze durch andere Bilder, dass ich hier vielleicht sogar noch zusätzlich ein zweites, ein drittes Bild mit hineinmogle. Manchmal nutze ich diese Strichzeichnungen als Hintergründe und gleichzeitig versuche ich sie dann immer noch so ein bisschen abzuschwächen durch das Weichzeichnen. Also hier kann man wirklich eine ganze Reihe von ja, kreativen Möglichkeiten für die Hintergrundgestaltung finden. Wichtig ist immer, dass Sie daran denken, dass Ihr Hintergrund tatsächlich im Hintergrund ist, und manchmal ist es auch nur so ein Clipart, welches ich einfach hinter die Fotos lege. Das kann größer sein, das kann aber auch innen liegen, sodass die Fotos einfach verbunden werden. Manchmal ist es extrem einfach. Und wenn ich dann hier aus dem Bereich Hintergründe mal einen anderen Hintergrund einfüge, hier habe ich übrigens noch ein Foto davor geschmuggelt, Sie sehen das, dann habe ich teilweise ganz, ganz witzige Gestaltungen. Und ich nutze eben ganz häufig Bildausschnitte meiner Fotos, um dann hier solche Gestaltungen umzusetzen. Ich drehe sie manchmal und sie sind so unscharf, dass sie auch später überhaupt nicht groß auffallen, aber sie wirken interessant. Und mit dieser Unschärfe spiele ich wirklich extrem gern. Und manchmal nutze ich sie einfach so für die Hälfte der Seite. Oben wird dann vielleicht ein Text, ein weiteres Bild angelegt. Schauen Sie also, was Ihre Fotos so hergeben. Und auch hier drüben, mein Schiff, ja, ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Fotos, die alle nur übereinander liegen. Man kann das wesentlich einfacher gestalten. Man kann da auch natürlich noch mehr damit machen, dass man hier Schwarz-Weiß noch mit einfügt. Ich kann natürlich auch einen anderen Hintergrund dahinter legen, dann wirkt das alles schon wesentlich dezenter.
Es kommt einfach darauf an, was Sie möchten. Und Hintergrund ist bei mir ganz häufig eine Mischung aus vielen kleinen Elementen. Und das möchte ich Ihnen vielleicht jetzt noch abschließend so mit auf den Weg geben. Schauen Sie mal hier nach unten. Das ist eine farbige Fläche. Das ist ein Clipart. Ja, also Cliparts Farben. Auch das hier ist eine farbige Fläche. Cliparts Farben. Und ich nehme häufig diese farbigen Flächen und lege sie übereinander und bekomme jetzt hier so einen maritimen Touch. Ja, das Dunkelblau ist irgendwo hier auf meiner Seite zu sehen, das hellere Blau. Ich nehme das Bild, ich nehme es jetzt mal hoch. Es liegt hier einfach nur dazwischen. Schauen Sie mal, ich habe das Bild getrennt. Einmal hier, einmal da und dazwischen. Ich lege es hier mal ein Stück höher, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Jetzt sehen wir das. Dieses Bild ist praktisch das hier, was auf der anderen Seite liegt. Sehen Sie es? Und ich schiebe mir jetzt diese Welle, die jetzt hier kommt, so zurecht, dass ich einen Horizont habe, der jetzt, und jetzt kommt genau der Trick, eben mit diesem Foto hier aufgeht. Und dann schiebe ich das einfach so ein bisschen nach oben und hier so ein bisschen nach unten und jetzt habe ich mein Meer. Ja, und jetzt muss ich hier da drüben natürlich so ein bisschen nachkorrigieren, weil ich das jetzt verschoben habe. Aber schauen Sie mal, ist das nicht verrückt? Und das ist es, was ich manchmal für meine Gestaltung so gerne mache, eine Mischung aus, so war es und ich habe jetzt hier so ein bisschen getrickst. Ja? Also hier dürfen Sie wirklich variieren. Verschiedene Bildformate angeordnet und eben immer wieder Ausschnitte. Bildausschnitte, die Ihnen tatsächlich in der Gestaltung hier irgendwo helfen. Auch hier liegt ein Bild auf der Seite. Es ist tatsächlich auch ein Bildausschnitt, den ich weichzeichne, den ich zurücknehme, den ich manchmal sogar einfärbe mit der CW-Fotoschau. Also, liebe Gestalter, liebe Freunde der kreativen Art, wenn es zu viel ist, dass man hier auf den Seiten solche Anordnungen macht, dann reduziert das Ganze. Schaut, dass ihr vielleicht eure Fotos ein wenig verlaufen lasst. Es muss nicht immer eckig sein, es muss nicht immer alles kerzengerade sein. Es darf auch tatsächlich mal so ein bisschen durcheinander gehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen Mut gemacht. Probieren Sie es aus. Es kann eigentlich nichts passieren, weil ja alles sofort wieder änderbar ist. Und insofern habe ich gute Chancen, dass ich dann am Ende ein Buch habe, welches mir gefällt. Bis dahin. Ich sage jetzt an der Stelle herzlichen Dank an Sie, an euch alle für eure Zeit. Ja, bleibt am Ball, versucht das vielleicht auszuprobieren. Es gibt Filme in YouTube, es gibt die Anleitungen. Wir verschicken natürlich das Buch und wir erklären immer wieder auch, wie es geht in unseren CW-Webinaren. Wenn Sie oder ihr also Lust habt, dann seid wieder dabei beim nächsten Mal. Ich sage jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle.